Ich bin natürlich sehr, sehr glücklich über den Sieg, weil das ist das, worum es am Ende geht. Weil wir auf ganz viel Offenheit getroffen sind, natürlich eine tolle Mannschaft, tolle Spieler trainieren können und weil es auch eine trotz allem eine gute Situation ist. Du spielst um Europa, du spielst jetzt nicht irgendwie gegen Abstieg oder musst aufsteigen, sondern du spielst um Europa. Und deswegen glaube ich, dass es Freude macht, dass es Spaß macht. Ich bin überhaupt kein Freund davon, zu viel taktisch langsam zu arbeiten und die Leute nur am Leibchen über den Platz zu schieben, sondern da muss es schnell sein, da muss es abgehen und trotzdem kannst du über die Spielzeit, wie lange du Sachen machst, das Ganze steuern. Sprunggelenk, andere Bewegungsrichtung zurück. Das Landen, bevor der Bodenkontakt kommt, spannend. Wir kriegen da super Gespräche hin, ist auch überhaupt nicht einseitig, dass wir jetzt da nur auf die Leute einreden, sondern da kommt ganz viel zurück, da wird zurückgespiegelt, das ist sehr lebendig. Also einfach eine große Offenheit und das ist ja auch das, was wir erstmal dann erwarten. Das ist auch der Anspruch, den wir haben, dass wir erstmal offen sind für diese letzten 8 Wochen, entscheidenden Wochen dieser Saison. Und deswegen nehmen wir diesen Sieg als Rückenwind für das, was jetzt kommt, haben eine lange Woche auf Hoffenheim und können dann können weiterarbeiten, können mit den Jungs arbeiten, die Energie sammeln, aufbauen und dann nächsten Montag nachlegen.